Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint, es ist schönes Wetter und wir frühstücken heute mal im Bett. Haben hier so ein kleines Tischchen von der Pensionswirtin. Und hier ist das Tablett mit leckerem Frühstücksei, leckeren Kiwis. Hier haben wir Käse und Wurst. In der Thermoskanne ist Kakao und dann machen wir es uns jetzt richtig schön gemütlich und frühstücken hier in aller Ruhe. Bis später. Was denkt ihr, wenn ihr dieses Schiff seht? Beziehungsweise, ich zeige euch mal das ganze Haus. Wo sind wir hier? Habt ihr irgendeine Ahnung? Wir sind auf alle Fälle in Radebeul. Hereinspaziert. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Lassen wir uns mal überraschen. Wir sind im Lügenmuseum. Das sind übrigens irische Kuhfladen. In diesem Raum hier fühle ich mich wohl. Es riecht sehr stark nach Patchouli. Na, ey, guck mal, wen haben wir denn da? Gehört er zum Museum oder ist er privat hier? Husch, jetzt ist er wieder weg. Habt ihr das gesehen? Cool, oder? Und was hier einen beharrlichen Ton macht, zeige ich euch nochmal. Ich gehe mal rum. Da schlägt eine Feder auf eine Trommel. Da ist der Mechanismus. Und sie schlägt permanent dagegen. Ich finde das total beruhigend. Wir waren doch vorgestern im Karl-May-Museum und da gab es dann auch den Schatz vom Silbersee. Das ist er, der Schatz vom Silbersee. Wir sind jetzt im Raum der Träume. Und ich nehme euch einfach mal mit auf eine kleine Traumreise.
Hier ist übrigens auch die Decke gestaltet. Weiter kann ich nicht, sonst renke ich mir das Genick aus. Ich gehe mal langsam wieder zurück. Kommt hier auch irgendwann mal ein Kuckuck? Komischer Kuckuck. Wenn ihr mal ein paar Kronkorken zu viel habt, könnt ihr euch diese stylische Lampe nachbauen. Das sind nämlich alles Kronkorken. Müssen ja nicht wie hier alles dieselben sein, können ja auch unterschiedliche sein. Aber die Lampe finde ich cool. Auch eine Art von Windmühle. Das funktioniert sie nicht mit Wind, sondern mit Strom. Im nächsten Raum erfahren wir, wie Regen gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ihr das hört oder ob es zu leise ist. Weil ja hier ganz viele andere Geräusche noch mit sind. Jetzt kann man es hören. War nur eine Husche. Oder? Kommt da noch 3 Tropfen? Von der Decke hängen Erdnussflips. Und da ist, ja, ihr kennt ihn alle, oder? Wer kennt ihn nicht? Und darauf bin ich nur gestoßen, weil Marco mich darauf aufmerksam gemacht hat. Weil... Wenn ich die Türe zumache, ist Stille. Ist wie ein Kleiderschrank. Es ist zu und Elvis schläft. Was könnte das denn sein?
und um die Schreibmaschine kreist die Erde. Entschuldigen Sie bitte, wer wohnt denn hier? Kein Name an den Klingelschildern. Da muss man sich also erst durchklingeln, wenn man zu jemandem will. Diesen Spruch hat meine Mutter oft gesagt. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Aber mit dieser Darstellung schon. Die Frage ist, wer hier wen verfolgt und wer nicht hinterherkommt. Aber ich versteh's. Bei so viel Kunst mit dem Fenster, ein Blick nach draußen in die Natur. Das ist real. Das ist keine Kunst. Oder ist das Kunst? Wie die Steine da drüben so angeordnet liegen? Ist das Kunst? Ein sehr berühmtes Kunstwerk. Ich kann den Künstler nicht erkennen, aber sieht das nicht schön aus, diese Frau? Und hier gleich daneben haben wir einen Gitterkäfig. Da ist irgendwas eingesperrt, aber ich weiß nicht was. Vielleicht meine Seele. Das wird meine neue Standuhr im Wohnzimmer. Habt ihr das gesehen? Der Koffer, der lebt. Der Koffer lebt. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Nein, seht ihr? Der Koffer lebt. Der atmet. Also dieses Museum ist echt Wahnsinn. Hier gibt es lebende Koffer. Und klappernde Gestelle. Vibriert. Vibriert, es klöckelt, klingelt. Solltet ihr mal einen Reflektor oder mehrere Reflektoren von eurem Fahrrad übrig haben, könnt ihr euch diese Skulptur nachbauen. Das ist nur aus so Reflektoren gebaut und ich weiß, ich bilde mir das nur ein, aber es ist wie ein Kaminfeuer und es strahlt tatsächlich ein bisschen Wärme ab. Ist natürlich Blödsinn, es sind nur Reflektoren, die von der Lampe angestrahlt werden. Aber ich bilde mir ein, es strahlt Wärme ab. Ich zeige euch jetzt auch noch mal den ganzen Raum hier. Da wackelt es und vibriert es und klingelt es. Hier ist die Titanic, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Da die Spiegel, Schaffelle, die schön weich sind. Und, was ich euch zu Beginn gezeigt habe, die Scheibe. Gehen wir in den nächsten Raum. In diesem Raum sind Raritäten von
Indianern ausgestellt. So sagt man. Was nicht gelogen ist, kann auch nicht wahr sein. Diese drei Federn, die sich hier im Kreis drehen, sollen die drei Federn von Winnetou sein. Hat Karl May wahrscheinlich hier abgegeben, bevor er verstorben ist. Schauen uns mal ein bisschen um. Wie gesagt, im Museum hier glaube ich keinen Zentimeter. Aber schön anzusehen ist es trotzdem. Da hinten ist ein Horn. Aber es ist aus Metall. Eine Bratpfanne. Mit Schlüsseln. Kann man das sehen? Hier? Alles voller Schlüssel. Und da ist ein lebendes Exponat. Also zumindest hat sie gerade noch Miau gemacht. Miau. Miau. Hier haben wir auch noch was. Und dann gehen wir in den nächsten Raum. Wer von euch kennt Theodor Fontane? Hier haben wir seinen Wanderschuh. Steht auch da, wo er gefunden wurde. Ich mache es mal ein bisschen größer, dann könnt ihr es auch sehen. Im Radauer Forst, gefunden durch Rice Donst. Diesen hübschen Wanderschuh. Und hier stehen jede Menge Bücher. Fontanes Wanderschuh. Wenn man bedenkt, dass in modernen Museen geschätzte 50% der gezeigten Kunstwerke Fälschungen sind, da ist es doch besser, gleich ins Lügenmuseum zu gehen. Hier handelt es sich nicht um Vortäuschung einer behaupteten Materialwerks wie dem von hochwertigen Kunstwerken. Im Lügenmuseum geht es um das Eingeständnis der Falschheit in der Bezug auf die Wahrheit. Nun sind wir schlauer. So, jetzt steige ich in den Keller und guck mal, was mich da erwartet. Ich muss den Kopf einziehen, das ist ein bisschen schwierig. So. Hier sieht es aus nach Werkzeugen. Schaut mal. Sieht mir eher nach einem Werkzeugkeller hier aus. Und es ist ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit hier unten. Aber auch hier gibt es Lebewesen. Könnt ihr das sehen? Ich mache mal ein bisschen größer. Da, die Spinne. Die baut sich gerade ein Netz. So. Dann gucke ich mal weiter. Ich kann ja mal kurz hier so. Die Treppe bin ich vorhin gerade runtergekommen. Dip, 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 dip. Und jetzt, hier ist eine Schräge. Das mag ich eigentlich gar nicht. Hier ist Erde und irgendwelche Knollen eingelagert von irgendwelchen Blumen. Ist das Kunst oder Natur? Lüge oder Wahrheit? Ihr seht das aber auch, ne? Dass das hier Knollen von irgendwelchen Blüten sind. Uiuiui, was haben wir denn hier Schönes?
Ist das ein Bierkeller? Und hier ist nochmal Totenruhe. Also wenn da ein Huhn vorne drauf ist, denke ich mal, dass da ein Huhn begraben ist. Oder ein Hahn. Hahn, oder? Und ein Gartenzwerg, der nur noch einen Arm hat. Na, dann gehen wir mal wieder rauf. Jetzt bin ich im Obergeschoss, also vom Keller ins Erdgeschoss und dann vom Erdgeschoss ins Obergeschoss gelaufen. Und das hier ist jetzt der Ballsaal. Und ich bin gerade reizüberflutet, Leute. Überall Geräusche, Kunst, bunt. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich gehe mal rum und zeige euch ein paar Aufnahmen. Wollen wir uns das mal anschauen? 8 Minuten um die Erde? Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe das noch nie aufgemacht. Wo? Oh. Kommt nichts. Dann machen wir es wieder zu. War eine kurze Reise, oder? Hört ihr das leise Trommeln? Und wenn jemand seine Wäsche trocknen will, habe ich hier die Alternative zum Wäschetrockner. Macht Wind und trocknet die Wäsche im Nu. Da unten dreht sich ein Magnet im Kreis. Und oben hängen kleine Metallstückchen und dadurch, dass sich der Magnet bewegt, entstehen diese Klirrgeräusche. Jetzt steht er still, jetzt klirrt es nicht. Wenn es sich wieder dreht, fängt es wieder an zu klirren. Cool. Da hinten gibt es einen beleuchteten Kaktus, der Leuchtsignale gibt. Irgendjemand haut hier. Ach, da oben. Schauen wir erstmal hier hin. Auf dem Waschbrett. Und auf dem Waschbrett sind kleine Glöckchen. Die machen auch Musik. Da hinten, dieser schwarze Schirm, da klopft auch jemand auf Holz. Da ist ein Ventilator, der pustet Luft. Und spielt das Holzspiel, das Windspiel aus Bambus. Und das hier erinnert mich so ein bisschen an die Gans.
wieder im Kreis läuft. Das ist wahrscheinlich nur Papier, aber für mich sieht es aus wie eine Gans. Und als letztes wollte ich euch noch den Kapitän da zeigen. Herr Kapitän, darf ich bitten? Machen Sie noch mal eine Runde. Das Klopfgeräusch kommt daher, dass da kleine Schienen angebracht sind, worüber diese Kugel rollt, und dann trommelt das. Was ich vorhin nicht gemacht habe, euch die Decke zu zeigen. Das ist eine ganz altmodische Stuckdecke. So, es ist jetzt Nachmittag, 16.54 Uhr und wir fahren Radebeul Richtung, kannst du wenigstens die Richtung sagen? Richtung Norden. Richtung Norden, gut. Sollte das meine letzte Nachricht sein, bewahrt mich bitte in Erinnerung, wie ich war. Voller Lügen, voller Scheiße und ja, voller Kochen, Backen, wie auch immer. Nein, der Marco halt führt mich heute Abend. Ich weiß nicht, worum es geht. Wir fahren von Radebeul aus nach Norden. Auf dem Navi kannst du auch nicht viel erkennen. Das ist, ja, irgendeine Straße, die da lang führt. Und ansonsten, ja, Radebeul sind wir raus. Ja, warten wir mal ab, was passiert. Er entführt mich quasi. Also bewahrt mich in Erinnerung. Gott zum Gruß. So, wir sind jetzt in Dresden-Klotsche und ich kann nichts sehen, es blendet. Könnt ihr was sehen? Anno Domini? Also ich lebe noch, aber ich weiß nicht, wohin mich Marco führt. Ich muss ihm hinterhergehen. Und das ein bisschen schnell, weil hier ist eine Straße. Da kommt schon wieder ein Auto. Marco, sag mal was, wo sind wir hier? Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Gaststätte. Ui, eine Kanone. Seht ihr das? Die schießen hier mit Kanonen auf Spatzen oder auf Ostereier, die dahinter hängen. Also, wir gehen dann gleich mal rein und gucken mal, was uns erwartet. Der Osterhase neben der Ritterrüstung. Cool, oder? Und hier haben wir einen schönen Springbrunnen. Also, wenn ich hier das so stehe, das ist richtig entspannt, dieses Plätschern. Darfst nur kein Problem mit der Blase haben. Und hier, das wollte ich euch mal noch zeigen, da war ich gerade. Da ist ein alter Ofen. Und da denke ich mal, da kann man Brot backen. Also an der Seite, seht ihr das? An der Seite hier sind Öffnungen fürs Feuern. Und die Luke hier, da wird wahrscheinlich Brot reingeschoben. So, wir sind jetzt im Innern. Kerzen. Über Kerzen. Marco hat sich schon mal eingekleidet, ich auch. Und eine Bänke mit Schaffell, so richtig urig. Leute, ich fühle mich hier gerade wohl. Und wenn ich jetzt nicht mehr viel berichte, liegt das daran, dass ich einfach nur noch genieße. So.
Sieht ein bisschen komisch aus, ha? Nee, bist du ein großer. So, bitteschön, Marco. Stellt mir auch noch eins ab. Hat der Portokollege schon bei euch? Ja. So, dann probieren wir mal. Da kommt das Hundertpro. Mmh. Mmh, schmeckt das gut. So, ich zeige euch noch mal ein bisschen hier. Also ich habe hier Apfelsaftschorle drin. Und Marco hat ein Schwarzbier. Marco wollte eigentlich einen Bananenweizen, aber wurde vom Kellner zurechtgewiesen, das gab es im Mittelalter noch nicht. Also kriegt er Schwarzbier. So, dann haben wir hier die Speisekarte. Können wir mal einen kleinen Blick reinwerfen, ob er auch alles versteht. Es steht in mittelalterlicher Sprache da, also Mittelhochdeutsch. Und natürlich auch in deutscher Sprache, also Neuhochdeutsch. Jetzt noch mal drunter. Darf ich euch mit drauf? Ja. Unsere Tischnachbarn. Hallo. So, Vorspeise ist gekommen. Das ist eine Vorspeise. Ich glaube, da esse ich noch 3 Tage davon. Das ist ein Bratenbrot mit Spiegelei. Und Marco hat Schinkenbrot, also Brot mit Schinken und Butter. Ja, dann lassen wir uns das mal schmecken. Mal sehen, wie lange wir dafür brauchen. So, es ist nicht, dass ich euch vergessen habe. Einen Gang 2 gab es bei mir nicht. Ich bin vom Gang 1 noch satt. Deshalb Gang 1 und Gang 3. Also Süßspeise ist meine Nachspeise. Das hier sind leckere, fluffige Wuchteln mit Vanillesoße. Und Marco hat hier ein Omelett mit, was war's dran? Zwiebelfleisch. Okay. Dann lass es dir schmecken und ich glaube, mich muss man dann zurück zur Pension rollen. Der Tisch ist leer, die Krüge auch. Also denke ich mal, es hat gut geschmeckt. Also ich bin voll bis oben hin. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Alles voll mit Leckerigkeiten. Ich gehe jetzt bezahlen. Und nach dem Bezahlen würde ich sagen, fahren wir langsam zurück in die Pension. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück in der Pension. Es war wunderschön, Erlebnis pur. Und wir sind definitiv beide sehr, sehr, sehr satt geworden. Und nun gehen wir ins Zimmer, werden noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und dann ins Bettchen gehen. Morgen haben wir unseren letzten Urlaubstag. Wir müssen morgen zurück. Aber wir fahren morgen nochmal wohin. Wohin erfahrt ihr morgen. Bis dann. Tschüss.